Oh, das sieht eindrucksvoll aus. Okay. Das sieht geil aus. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu meinem nächsten Part von The Solus Project. Mit am Start eine neue Kamera mit Weitwinkelfunktion, also 90 oder 120, nee, 90 Grad sind das, glaube ich. Ich kann mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, wenn ihr mich in höherer Auflösung und in besserer Qualität nun zu Gesicht bekommt. Genau. Ach, das sind jetzt tatsächlich unsere Fußabdrücke anscheinend, oder? Ich würde sagen, das sind unsere Fußabdrücke. Das letzte Mal sind wir hier unten in dieser Höhle stecken geblieben. Die habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Da müssen wir aber auch gar nicht lang. Okay. Ich bereue es halt immer noch, dass wir keine wirkliche Fackel haben, damit wir was sehen können. Das ist halt schon recht düster hier drin, ne? Oder wartet mal. Hier ist doch jetzt das Tor, was verschlossen ist, ne? Genau. Das heißt, wir folgen jetzt nochmal diesen Strich am Boden. Wieso ist da ein X? Heißt das, dass wir in die Richtung gehen müssen auch einfach? Da konnten wir speichern. Ach ja, wir müssen tatsächlich in die Richtung hier. Ich kann mich wieder dran erinnern. Warum sind hier... so Bärenfallen am Boden aufgestellt. Wer hat die aufgestellt? Guck mal, was haben wir hier? Eine Platte, die wir aktivieren können. Okay. Erstmal den Raum fertig erkunden. Das sehen so ein bisschen aus wie Gottwesen. Gut, das Tor scheint auf jeden Fall jetzt offen zu sein. Kann man die deaktivieren oder so? Weil da kam gerade das Zeichen. Nicht wirklich, ne? Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal in Richtung Gitter und das sollte jetzt offen sein. Ich habe eigentlich was gehört. Vielen Dank auch für das positive Feedback an der Stelle für den ersten Part. Ja, das hat halt mega motiviert, weiterzumachen. Kann geöffnet werden, kann Dinge enthalten. Ja, dann gucken wir doch mal, ne? Ist jetzt was drin gewesen? Nicht, gell? Nee, war leer. Da war uns... Ist uns anscheinend jemand vorausgekommen? Oder vorangekommen? Ah, vorausgekommen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Es ist früh am Morgen. Ich bin noch ein bisschen neben der Spur, meine lieben Freunde. So. Hier haben wir auch eine Kiste. Kann geöffnet werden, kann Dinge enthalten. Ist aber leer. Die Musik wird auch ein bisschen dynamischer. Was sagen unsere Vitalwerte? Alles gut im grünen Bereich sozusagen. Ich will noch nicht runtergehen. Ich will den Raum erstmal fertig erkunden hier oben. Das ist sicher kein gutes Zeichen, dass es hier rumbebt. Obwohl, ich glaube, doch, hier kann man noch nach links gehen. Aber wir müssen so oder so runter. Diese 3 Meter Sichtweite, die regen langsam ziemlich auf. Ich muss unbedingt gucken, dass ich... mich nicht verlaufe. So. Oh, da hinten leuchtet ein Licht. Wow. Ich dachte schon. Was ist das für ein Zeichen? Essen und Wärme sind selten und unter der Erde. Ruhe dich am Orten wie dieser aus. Okay. Wir können hier trinken. Das ist schon mal geil. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Wir haben sicher auch eine Trinkflasche, die wir auffüllen können hier. So. Nicht? Nein, nimm doch mal mit. Ich will die gerne auffüllen, meine Flasche. Fallen lassen, benutzen, craften. Getrunken 1 Liter. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich voll getrunken. Nee, warte, das hat jetzt nicht funktioniert. Naja, okay. Leere Flasche. Oder muss ich die an so einem... Muss ich die hieran auffüllen? Ja, hieran füllt man die auf. Okay. Wasserflasche. Habe ich noch eine leere Flasche? Teleporter, Wurzeln, Leuchtstab, leere Flasche. So.
Das ist aber kein Feuer oder sowas, ne? Nee, schade, sonst hätte ich hier mir eine neue Fackel bauen können. Was wir noch haben hier ist Essen, was wir mitnehmen können. Okay, was können wir fallen lassen, was wir nicht brauchen gerade? Aber wir haben noch so ein Teil. Wollen wir so einen Leuchtstein fallen lassen? Was ist das da eigentlich? Auch zum Essen. Ah, da können wir jetzt essen. Können wir noch mehr essen? 2000 Kalorien? Können wir noch mehr essen? Ja, tipptopp. So. Ah, der Weiße ist fast am hellsten, oder? Noch heller als der Rote eigentlich. Hier hat es noch mehr Steine. Wir können auch in die Richtung gehen. Sollten wir das machen? Ja, das machen wir. Ah ne, wir kommen da wieder zurück. Wenn wir von der anderen Seite runtergegangen wären, wäre das wahrscheinlich gewesen. Gut. Hier haben wir noch Steine. Steine brauchen wir jetzt nicht gerade wirklich. Da hat jetzt jemand rumgeschrien. Ich habe das gehört. Was soll der Scheiß? Hier können wir speichern. Okay. Was haben wir denn hier? Passage der Reisenden wieder. Okay. Was steht denn hier? Das finde ich cool, dass er uns das übersetzt. Die Himmelswesen nahmen uns mit auf eine Reise durch den schwarzen Ozean der Sterne. Wir wagten uns die Rinde der Tage hinab. Ah ja, richtig. Um unsere neue Heimat zu... Scheiße, das letzte habe ich nicht mehr gesehen. Um unsere neue Heimat zu gründen, glaube ich. Steht hier auch noch was? Die Weisen sprechen von einer Welt vor dieser. Eine Welt, die unsere Heimat war, wo wir auf den Feldern unter der Sonne arbeiteten. Was haben wir hier? Eines Tages war die Wärme des Himmels und des Lebens vergiftet. Sein himmlischer Zorn machte unsere Gewässer trocken, unser Land unfruchtbar. Wir waren verloren bis zur Ankunft der Himmelswesen. Das scheint anscheinend für diese Art Götter gewesen zu sein, die hier in der Mitte. Sie hören unseren Ruf. Sie hörten unseren Ruf. Die Himmelswesen näherten sich von oben, von dem göttlichen Flieger von oben. Ihr heiliger Abgesandter nannte sich selbst Adar. Adazum, okay? Also das hier sind wahrscheinlich so diese normalen Bewohner von dem Planeten. Und das hier sind Aliens wahrscheinlich. Und die sehen sie als Götter irgendwie an, wegen der fortgeschrittenen Technologie. Okay, das ist, scheint hier die Sonne zu sein oder so oder sowas in der Art, ne? Hier, wo alles verdörrt ist und da beten sie zu den Göttern wahrscheinlich. Wenn ich das richtig deute. Ich frag mich, wer... Wer da eben geschrien hat. Ich frage mich, wer da geschrien hat. Mann, hier ist nichts drin in den Kisten. Voll, das sieht aus, als wäre hier so... Das ist, glaube ich, kein Blut, ne? Nee, das ist kein Blut. Wieder irgend so ein Symbol. Von da kommen diese Schallwellen wieder. Wieder dieses Symbol, okay. Wir müssen eigentlich fast in die Richtung, aber ich gucke mich halt gerne nochmal ein bisschen genauer um. Nicht, dass wir dann irgendwas verpassen oder so. Ah, da scheinen wir schnell sein müssen, zu müssen. Oh, nee. Das heißt, wir müssen irgendwas da drauf tun. Kann man hier irgendwas packen oder so? Nicht wirklich, ne? Die geht sofort wieder zu, wenn man... Wir müssen irgendwas da drauf tun. Von Gewicht. Obwohl, wartet mal. Quatsch. Ja.
Ich probiere es so. Oh, nee, warte, das war Spaß. Das reicht nicht. Schade. Warte mal, ich probiere es trotzdem nochmal. Nee, das reicht nicht. Okay. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Wie kommen wir denn am besten jetzt da rein? Wir müssen doch da fix irgendwas reintun. Was habe ich in der Hand? Eine Wurzel. Ja, easy. Komm, dann lassen wir die mal fallen. Nimm mal den Stein mit. Und gucken, ob der reicht. Gucken wir mal, ob der Stein jetzt reicht für das. Hier, Stein. Tatsächlich, der reicht. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir haben es geschafft. Passage der Reisenden 3. Okay. Oh, das sieht eindrucksvoll aus. Okay. Das sieht geil aus. Hier haben wir wieder so ein paar Bilder. Warte, die haben was dazu geschrieben. Oh, ein Schwert. Nice. Kann ich das benutzen? Tatsächlich. Okay, auch nicht wirklich. Was steht denn hier? Die Himmelswesen gingen unter die Erde. Das war ihr Heim. Unsere Heiligsten folgten ihnen und wurden die Erleuchteten, die die Weisheit der Himmelswesen verbreiteten. Okay, die haben anscheinend so, hier so Höhlen gebohrt, in der wir uns gerade, einer befinden wir uns wahrscheinlich gerade. Ja, und die Oberhäupter von dem Planeten hier, die haben den, sind denen gefolgt. Gut. Ist das Eis? Das ist Eis, ne? Ja. Ist das so kalt hier unten? Da, das ist ein Lautsprecher. Von hier kommt das Geräusch. Warte, ich will noch auf der anderen Seite gucken. Sie bauten eine Stadt aus Stein und zeigten uns wie. Ihr Wissen erschuf unser Wissen. Wir lernten das brennende Eis zu erschaffen und den fließenden Stein. Okay. Was haben wir denn hier jetzt? Mechanismus, benötigt Werkzeug. Ah, das Schwert vielleicht. Zeig mal. Yep. Ah, jetzt ist es als Hebel gedacht wahrscheinlich. Finde den Ursprung der Geräusche. Ich dachte, das wäre der Ursprung gewesen. Das ist doch... Ah doch, folge dem Pfad, um herauszufinden, wo er hinführt. Oh, es ist ganz schön kalt hier drin, ne? I need to report back. I need to record this. Wilson, record. This is Octavius Scan, environmental analyst with the Solus 3 detachment on Gliese 6143C. I landed on an archipelago. Lots of rock and tough flora. As far as the eye can see, is shimmering ocean. The atmosphere seems habitable, but it might be volatile. I'll keep gathering data. I followed a strange sound after the crash, which led me into a series of caves. And there's more than just geology and dripping water down here. There are signs of civilization, carvings, mechanisms, buildings. We're not the first beings here. I found a skeleton, a humanoid skeleton, with a strange elongated skull. I don't know what to make of it. Its skeletal structure is so similar to ours. I need to keep going. I'll see if I can find a way to link with the satellite and submit my data. Scan out. Hypothermia imminent. Krass. Okay, jetzt hat er schon mal einen Bericht gesendet, das ist zumindest mal aufgenommen, das finde ich schon mal gut. Ich hoffe natürlich, dass wir hier aus der Höhle irgendwie rauskommen.
Meine Freunde, ich muss aber leider an der Stelle den Part schon beenden, jetzt wo wir hier speichern. Der wurde jetzt leider ein bisschen kürzer, tut mir leid, aber ich muss in einer Stunde zur Arbeit und will das ganze Video noch rendern und hochladen. Von dem her tut mir mega leid, ich wollte aber auf jeden Fall noch einen Part für euch heute aufnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt mir mal in die Kommentare, wie ihr die neue Kamera findet, ob ihr da überhaupt einen Unterschied merkt. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.